Guten Morgen hier aus diesem spanischen Valencia hier im Neujahr. Es ist der 4. Januar 2020. Es ist ein bisschen schattig und ich beantworte euch oder hole mal ein paar Informationen ein über das Thema, ob denn Rennstreckenfahren mit dem Motorrad sicherer ist als das Fahren auf der Straße. Motiviert? Total gespannt. Nervös? Ja. Ehrlich? Bisschen. Nee, gibt keinen Grund nervös zu sein. Cool bleiben. Ich denke, das ist ein sehr umstrittenes Thema und da werden die Meinungen extrem auseinandergehen und da wird der eine Straßenfahrer sagen, nein, das ist auf keinen Fall sicherer und der Rennstreckenfahrer wird sagen, doch, doch, das ist viel sicherer. Ich bin der Meinung, es gibt verschiedene Hintergründe, die man vielleicht wissen muss, um das Ganze dementsprechend und auch richtig beurteilen zu können. Und der ganzen Sache gehen wir jetzt gemeinsam auf den Grund. Bleibt dran. So, jetzt haben wir mal jemanden da, der jetzt ein paar Mal schon auf der Rennstrecke gefahren ist, mit mir jetzt das erste Training absolviert hat und jetzt natürlich die Fragen aller Fragen. Ewald, was denkst du, ist sicherer zum Motorradfahren auf der Rennstrecke oder auf der Landstraße? Und vor allem, warum hast du denn die Meinung? Ja, also laut meiner eigenen Statistik, ich fahre seitdem ich 18 bin Motorrad auf der Straße, habe einige Crash, 4, 5 schwere Unfälle gehabt, immer durch Fremdeinwirkung in der Regel. Und seit 4, 5 Jahren nutze ich die Rennstrecke, da war noch gar nichts passiert. Also von meiner eigenen Statistik kann ich sagen, es ist deutlich sicherer. Was ich auch sagen muss... Was ist sicherer? Ja, ist die Rennstrecke natürlich sicherer, weil ja auch, sage ich mal, die vielen Details, was kann alles auf der Straße passieren, welche Umgebungseinflüsse habe ich, sei es durch andere Autofahrer, Radfahrer, den ganzen Verkehr, Straßenzustände, Wetterbedingungen und so weiter, und die habe ich einfach kalkulierbar auf der Rennstrecke. Okay, bist du aber nicht der Meinung, dass auf der Rennstrecke hat man halt natürlich einen viel höheren Speed, man fährt viel mehr Schräglage, man gibt auf der Geraden viel mehr Gas, man bremst irgendwo, versucht auf die letzte Rille irgendwo zu bremsen. Denkst du nicht, dass das trotzdem irgendwo mehr Gefahren bietet als wie auf der Straße, weil auf der Straße fährt man doch ein bisschen nach Verkehrsrichtung? Ja, es birgt schon seine Gefahren, aber die kann ich besser kontrollieren, weil sie in meinem Ermessen eigentlich liegen, zum Hauptsächlichen. Und wenn ich tatsächlich überpace oder wenn ich, sag ich mal, in Bedrängnis mit einem anderen Fahrer fahren würde dann stürze, dann gibt es eben hier kaum Widerstände, wo ich gegenschlagen kann, einschlagen kann. Und das ist eigentlich so der Hauptfaktor. Und die Schutzmechanismen sind hier auch wesentlich größer, weil hier fahren wir in der Regel Airbags, wir fahren mit enormen Protektoren und so weiter. Ist für mich schon sicherer. Ist das natürlich jetzt für einen Straßenfahrer nicht ungewohnt, wenn er jetzt auf die Rennstrecke geht und muss auf einmal den ganzen Platz der Strecke nutzen, quasi von außen nach innen nach außen, so diese Ideallinie zu finden. Da haben ja viele Straßenfahrer schreiben mir da und sagen, ah, da habe ich ein bisschen Probleme. Wie war das für dich so von dem Umstieg her, damit nicht damit zu rechnen, dass jetzt ein Gegenverkehr kommt, sondern einfach den Platz der Strecke auszunutzen? Ja, das war eigentlich so das Beeindruckendste, dass mir das unheimlich gut gefallen hat, weil ich mich einfach aufs Fahren konzentrieren konnte, auf mein Motorrad konzentrieren konnte und das Motorrad wirklich als Sportwerkzeug benutzen konnte. Und ich bin natürlich auch mit Coaches angefangen. Das heißt, wir sind in der Gruppe mit dem Coach vorne rangefahren und das macht das Ganze natürlich sehr sicher.
Natürlich ein sehr interessanter Einblick hier vom Ewald. Jemand, der von der Straße kommt, auf die Rennstrecke gegangen ist und jetzt der Meinung ist, dass die Rennstrecke sicherer ist. Danke Ewald für deine Meinung. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ins Fahrerlager rum und frage noch ein paar andere. Dann schauen wir mal, was sie dazu sagen. Dankeschön, schöne Zeit. Dankeschön. So, jetzt habe ich bei mir mal einen richtigen Profi und zwar den Wolfgang von Speer Racing. Wolfgang, grüß dich. Servus. Der Wolfgang kann uns jetzt bezüglich dem Thema, ob denn das Motorradfahren auf der Straße oder auf der Rennstrecke sicherer ist, ein bisschen detaillierter aushelfen und nicht nur die Kommentare auch von den anderen Fahrern bezüglich, ja, wir haben keinen Gegenverkehr und wir haben hier keine Bäume, sondern es geht hier schon ein bisschen detaillierter. Wolfgang, warum denkst du, ist das Motorradfahren auf der Rennstrecke sicherer und vor allem warum? Ja, sie haben ja alles gleiche Ziel, gleiche Richtung, gleiches Ziel, sind alle fokussiert und passen aufeinander auf, weil sie im Endeffekt wissen, was hier passieren kann. Okay, wie ist es denn im Falle des Falles, weil ich meine, wir fahren ja doch relativ schnell und jeder ist ja irgendwo hier da, schnell zu fahren und wir können ja nicht beeinflussen, wie schnell das jemand fährt. Also ist es ja auch nicht vermeidbar, dass einmal einer wegrutscht, dass er ins Kiesbett rutscht. Wir haben den Vorteil, wir haben keinen Gegenverkehr, das heißt, er wird in der Regel keine Kollisionen haben. Aber was ist denn, wenn dann doch einmal was passiert und wenn der doch einmal irgendwo sich verletzt, wie ist denn da der Ablauf? Ja, also grundsätzlich ist es mal so, dass die Rennstrecken selber ja Arenen sind, die speziell für Motorsport gebaut sind, viele auch speziell für Motorrad. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Autostrecken, es gibt Motorradstrecken. Valencia hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ist hauptsächlich eine Motorradstrecke. Und da sind natürlich die Sturzräume optimal gemacht für Unfälle, für Stürze, für den Fall der Fälle. Ne? Also man hat keine Kollision, man hat eigentlich gute, sichere Auslaufzonen, man hat Kiesbetten, die sehr weich sind. Ne? Kleiner Kies, grober Kies ist auch immer ein Unterschied. Und Valencia zum Beispiel ist eine sehr, sehr sichere Rennstrecke. Man kann eigentlich davon ausgehen, MotoGP-Strecken sind immer sehr sicher, weil die unterliegen auch einer regelmäßigen Prüfung. Hat man mal einen ernsten Vorfall, dann werden Strecken auch umgebaut, Barcelona zum Beispiel, oder Sicherheitszonen erweitert. Und man kann sich also sicher sein, dass diese Strecken für den Fall der Fälle gebaut sind. Ja. Falls jetzt doch mal was passiert, können wir nachher mal kurz hochgehen in die Race Control, ist man natürlich auch in der ständiger Überwachung. Man sieht ja alles, man wird sofort gefunden, man wird sofort behandelt, das hat eine Reaktionszeit von 1-2 Minuten, dann ist im Fall der Fälle jemand da, der sich auch mit sowas auskennt. Okay, ich höre quasi raus, im Falle eines Sturzes kann man sicher sein, dass man auf jeden Fall nicht übersehen wird. Wir haben, was ich weiß, und schauen wir uns später an, in der Race-Control große Monitore drin, wo immer jemand sitzt und auch die Streckenposten an der Strecke, die ja die Fahrer ständig beobachten, die auch Flaggensignale den anderen Fahrern geben und im Falle einer Verletzung natürlich dementsprechend schnell vor Ort sind. Und was ich weiß, hat auch jede Rennstrecke auch ein vernünftiges Medical Center, wo auch ein Arzt oder wenn nicht sogar zwei Ärzte, oder was hast du da für Erfahrungen mit den Ärzten? In der Regel ist es so, dass Minimum ein Arzt am Platz sein muss. Es ist allerdings nicht an jeder Rennstrecke so. Also es gibt auch Rennstrecken, die fahren nur mit Sanka. Das ist auch immer ein bisschen Veranstalterthema. Bei uns ist es bei Rennveranstaltungen immer so, dass zwei Ärzte anwesend sind. Zwei Ärzte, zwei RTWs, dass man für alles reagieren kann, auch wenn es mal mehr als einer ist. Okay, das spricht natürlich auch für die Firma Speer Racing, dass ihr euch da keine Kosten scheut, dementsprechend auch für Sicherheit zu sorgen und lieber einen zweiten Arzt vor Ort habt, weil es kann ja auch sein, dass an der einen Stelle vielleicht einmal ein Unfall ist, auf der anderen Stelle auch. Wir wollen natürlich jetzt da jetzt keinen irgendwie dementsprechend Angst machen, aber wir reden jetzt mal vom Worst Case. Es passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten, dass wirklich schwerwiegende Unfälle passieren. In der Regel ist es ein harmloser Vorderradrutscher, der halt mit ein paar Kratzer, wenn überhaupt, endet, oder? Ja, meistens ist Plastik und Metall verbogen, zum Glück, aber deswegen machen wir es ja im sicheren Umfeld. Ne? Was ich dazu noch sagen muss zu diesem Thema zwei RTWs und ordentliche Versorgung, heißt natürlich auch Erhalt des Fahrbetriebs. Ampel ist natürlich nur grün, solange ich diese Rettungskette gewährleisten kann. Wenn ich da natürlich doppelte Mannschaft da habe, dann bleibt die länger grün. Das ist auch immer so ein Thema, das ich immer gerne mit nenne. Ja. Das ist natürlich absolut vorbildlich. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Race-Kontrolle. Ich habe selber sowas persönlich noch nie gesehen, außer im Fernsehen bei der MotoGP. Was die da oben so machen, was die kontrollieren und wie das ausschaut. Kommt am besten mal mit. So,
So, wir sind jetzt hier in dem Raum, in der sogenannten Race Control. Hier laufen alle Fäden zusammen, hier wird alles über die Rennstrecke kontrolliert und beobachtet. Du sag einmal, Wolfgang, jetzt sind da ein Haufen Bildschirme. Ich denke mal, das sind jetzt alle Kameras, die da draußen auf der Rennstrecke haben. Und da hinten sitzt jetzt ein Mann mit 5 Computer. Was macht er da und was ist dem seine Aufgabe? Hauptsächlich sieht er hier das Detail der Rennstrecke, falls ein Marschall etwas meldet. Du kannst die an den Monitoren verfolgen, die Rennstrecke, ja, peu à peu, von einem Marschall zum nächsten. Und wenn jetzt ein Marschall, der draußen mit Ohr und Auge steht, ihm einen Funkspruch hochgibt, ich habe einen Sturz bei Posten, dann weiß er sofort, auf welchen Monitor er gehen muss. Er guckt dann hier oben, was hat das für eine Auswirkung? Ist es ein schlimmer Unfall? Steht der Fahrer? Muss ich sofort das Medical Center ansteuern? Muss ich ein RTW von irgendwo heranziehen für den Kollegen, dass er einfach hier oben alle Einsatzkräfte ordnungsgemäß steuert? Er kann auch hier Monitore zusammenlegen, also auf ein Großbild, auf 4 Monitore eine Kamera ziehen und kann dann reinzoomen. Das sind sehr detaillierte Kameras, da kannst du wirklich jeden Kieselstein anschauen. Und da kann er sich hier oben eine Meinung machen und entscheidet, wie es dann weitergeht. Okay, also man kann zum einen im Falle eines Sturzes nachschauen, geht es dem gut oder ist der Streckenposten sofort vor Ort? Und wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einmal einer aus der Reihe tanzt? Weil wir haben jetzt ja natürlich, wir wollen ja eine sichere Veranstaltung. Wir können natürlich nicht jeden beeinflussen. Auch nach dem besten Briefing und nach der besten Fahrerbesprechung müssen wir damit rechnen, dass einer dabei ist, der es vielleicht nicht gehört hat oder war nicht da oder wie auch immer und oder vielleicht nicht verstanden hat und jetzt macht er da draußen eventuell irgendeinen Blödsinn. Und jetzt kann man da natürlich auch beobachten, ist man in der Lage, den rauszufiltern und dann zu ihnen in die Box zu gehen und sagen, hey Kollege, pass auf, du hast hier ein paar Sachen gemacht, du bist hier beobachtet, wir möchten nicht, dass du das so und so machst, wir möchten, dass du das so machst anhand oder für die Sicherheit unser aller. Ist das möglich? Selbstverständlich. Also ich habe da draußen 18 Marschalls stehen, die sehen eigentlich alles, ne? Und wir sind sehr gut im Identifizieren unserer Fahrzeuge. Wir kriegen dann eine Startnummer durchgesagt und da weiß ich natürlich sofort, wen ich ansprechen muss. Und da sehe ich eigentlich alles. Ich kriege alles mit. Also man ist unter ständiger Beobachtung, was man da draußen macht. Für mich ein bisschen beängstigend, weil ich mache hier meinen Job. Also der Wolfgang schaut quasi immer zu, ob ich das richtig mache. Bis jetzt hat er noch keine Beanstandungen gehabt, bis auf das Rücklicht. Aber ihr seht schon, Sicherheit ist das A und O, was mich im Endeffekt zum nächsten Thema bringt. Und das ist zu der Zeitnahme. Also jeder weiß ja, dass auf diesen Motorradrennstrecken hier Zeitnahme ist, damit jeder weiß, was er für Rundenzeit fährt. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele der Meinung sind, da geht es jetzt um den Kampf mit dem Freund gegenüber oder mit dem Boxennachbar. Und für was ist denn die Zeitnahme eigentlich ursprünglich da? Zeitnahme ist, apropos, auch unser teuerstes Gut. Das ist die teuerste Investition, die wir haben. Kostet mehrere hunderttausend Euro, dieses System. Ist ein unbestechliches System, geht aus Tausendstel. Und die Zeitnahme ist eigentlich dazu da, dass wir unsere Gruppen homogen sortieren können. Dass wir sagen können, gleiche Fahrer untereinander. Die ganz schnellen mit den ganz schnellen, die Einsteiger mit den Einsteiger und einfach einen homogenen Fahrbetrieb herstellen, um Konflikte auf der Strecke zu vermeiden. Ganz ein klarer Fall. Man hört es in manchen Veranstaltungen, im Fahrerbriefing habe ich das schon mal gehört, die Aussage, wir sind eine sichere Veranstaltung, bei uns gibt es keine Zeitnahme. Das ist, für mich ist das, und ich denke auch im Namen von Speer Racing, ist das nicht so, sondern wir versuchen, anhand dieser Zeitnahme die Gruppen, wie der Wolfgang sagt, so homogen wie möglich, dass keine verschiedenen Geschwindigkeitsniveaus zusammen sind. Und das hat einen reinen Sicherheitsaspekt. Und natürlich dann auch, wir fahren natürlich auch Rennen, natürlich geht es da auch um die Rennen, aber ich denke, das ist absolut Priorität Nummer 2, oder? Für uns ist es Priorität Nummer 2. Man sieht es auch, je länger die Veranstaltung dauert, desto homogener werden die Gruppen. Weil wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit an der Gruppeneinteilung, wenn das jetzt 3-Tages-Veranstaltung ist, bis zum letzten Tag. Und sortieren eigentlich immer nach. Und je länger wir sortieren, desto schöner werden die Gruppen. Und wenn du dann mit einer vollen Besetzung draußen fährst, am Ende ist es fast so, du siehst gar niemand mehr draußen, weil alle gleich schnell sind. Ja, das merkt man natürlich auch, wenn ich draußen bin, meine Instruktionen mache, umso homogener die Gruppen sind, umso angenehmer ist es für den einzelnen Fahrer, umso angenehmer ist es auch für mich als Instruktor und das funktioniert hier wirklich gut. Also Wolfgang, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit dem letzten Tag dieser Veranstaltung. Schauen wir, dass die Rennen möglichst sturzfrei rübergehen. Auch eine gute Nachheimreise hier von Valencia und wir sehen uns dann in einem Monat wieder hier im Februar in Valencia. Also danke. Vielen Dank. Vielen Dank dir auch noch einen schönen Event und wir sehen uns tatsächlich noch oft im Jahr, hoffe ich. Danke, ciao.
So, jetzt klingt natürlich alles so danach, also wenn das Rennstreckenfahren so dermaßen sicher wäre und es gibt nichts Besseres und wo ist denn da der Haken? Und ja, es gibt ein Aber. Und zwar ist es, dieses Aber ist natürlich so, wir sind natürlich ein bisschen aufeinander oder voneinander abhängig, also alle, die da draußen quasi rumfahren. Und wie kann man das jetzt vermeiden, dass man jetzt da irgendwie unnötig in Gefahr kommt? Also es ist grundsätzlich meiner Erfahrung nach so. Ich will jetzt hier nicht Speerracing oder so irgendwie hervorheben, ich will jetzt auch keinen einzelnen Veranstalter ansprechen, aber man hat die Erfahrung gemacht, dass mit Veranstaltern, die einen Tacken teurer sind pro Event, dass einfach das Sicherheitsniveau viel höher ist, weil die natürlich dann dementsprechend diese Sicherheitspakete wie einen zweiten Arzt und so weiter bezahlen können. Durch das, weil die haben ja so eine Tagesmiete der Rennstrecke und je nachdem wie viele Leute sie haben, umso mehr amortisiert sich das. Und desto mehr die pro Startplatz verlangen, umso weniger Leute brauchen sie auch, um voll zu kriegen. Also von dem her ist es auch ein Aspekt. Also von dem her würde ich einfach empfehlen, grundsätzlich veranstaltertechnisch einfach ein bisschen den teureren auswählen, dann hast du auch vom Niveau her der Leute einfach ein gehobeneres, nicht gehoben oder nicht abgehoben, sondern das sind teilweise dann sehr vernünftige Leute, die haben alle einen wichtigen Job und die haben alle vernünftige Motorräder, weil die schauen, dass alles vernünftig beieinander ist, die haben vernünftige Reifen, die fahren nicht mit irgendeinem alten Klump umeinander, auf Bayerisch gesagt, und dann merkt man schon, dass das Sicherheitsniveau viel höher ist und so mache ich das auch, wenn ich für mich fahre. Ich fahre auf keinen Fall bei irgendwelchen günstig-billig-Veranstaltern. Das habe ich am Anfang einmal gemacht, natürlich, probiert man aus, mache ich nie wieder. Was hast du für eine Meinung bezüglich Thema Motorradfahren, Rennstrecke, Straße? Was findest du sicherer und vor allem warum? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare. Würde uns alle hier natürlich dementsprechend interessieren. So, falls du mich noch nicht kennst, würde ich mich natürlich gern auf ein Abo freuen und natürlich einen Daumen hoch. Ich baue bald wieder das nächste Video für euch zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.